So, Brief erhalten. Lüftungsschacht, genau, das wollen wir noch machen. Da können wir die Büroklammer sicherlich nutzen, um dort reinzukommen. Kommt dran, Tude. Mal los. George, Die go, Büroklammer war George. dafür perfekt. Fällt Da war einfach ab. definitiv etwas drin. Ja, guck noch mal. Also, was bist du denn? Erwischt. Na, da sieh einer an. Es war eine Pistole. Höchstwahrscheinlich die, mit der Henri erschossen worden war. Na klar, und du fasst sie mit deinen Händen an. Ah? Wen haben wir denn da? L'Américain Monsieur Stoppard. Sie werden den Tag verfluchen, an dem Sie mir über den Weg liefen. Denn jetzt zappeln Sie in meinem Netz wie eine Sardine. Inspektor, ich untersuche nur den Raubmord. Oh nein, Monsieur. Sie brechen vielmehr in einen unschuldigen Lagerraum ein. Ich habe die Mordwaffe gefunden. Gefunden? Nein. Versteckt? Ja, Ja. genau. Moe, verhaften Sie diesen Mann und bringen Sie ihn aufs Revier. Ich werde Sie ausquetschen, Monsieur Stobart, wie eine Zitronenpresse. Okay. Ja. Nächsten Morgen in Nikos Wohnung. Danke, Ronny. Ich wünschte nur, ich hätte ein paar bessere Aufnahmen vom Mörder. Spinnst du? Diese Schnappschüsse aus der Hüfte, absolut dramatisch. Hast du gut gemacht, Nico. Und wie geht's weiter? Bring mir ein Interview mit dem Besitzer und du kriegst die Titelseite der Sonntagsausgabe. Bin schon dran. Halt mich auf dem Laufenden und gib Bescheid, bevor du was runterschreibst, okay? Geht klar. Ich muss auflegen. Da ist wer an der Tür. Was ist denn das? Sind Sie Nicole Collard? Ja. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss mich mal setzen. Sie sollten lieber reinkommen. Also Mann, bist du der Eigentümer von dem Bild? Das könnte sein. Also zumindest würde ich das so sehen. Wenn wir uns an die ganz anfängliche Szene erinnern, wo das Kind mit der Mutter geflüchtet ist und das jetzt einige Jahrzehnte später ist, könnte ja der Mann das Kind sein? Älterer Mann? Kann das Kind schon so alt sein? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, aber gut, wenn wir sagen würden, das würde in der heutigen Zeit spielen ungefähr, dann ja, so 70 Jahre ungefähr, ne? 70, 80 Jahre könnte sein. Was haben wir denn alles hier? Sprechen wir mal erstmal mit unserem alten Mann. Möchten Sie ein Glas Wein? Ja, diese Treppe ist ein echter Albtraum. Na gut, ich sehe schon, das wird schwierig. Hat er mich jetzt doch richtig verstanden? Ich dachte, der ist einfach bloß schwerhörig. Jetzt ist mir wohler. Also, was kann ich für Sie tun, Monsieur? Mein Name ist Thiago Marquez. Ich habe Ihren Artikel über den Diebstahl gelesen und Ihre Adresse ausfindig gemacht. Ich bin sofort hergekommen. Ich musste Sie sehen. Und warum das? Das gestohlene Gemälde, La Maledictio, es gehört mir. Ha! Ronny hatte gesagt, ich solle den Eigentümer interviewen. Und den hatte ich vor mir. Genauer gesagt, jemanden, der behauptete, der Eigentümer zu sein. Hab's doch gesagt, das ist sicherlich das Kind. Ich hatte keinen Grund, Marquez meinen Presseausweis zu zeigen. Er wusste ohnehin, wer ich war. Klebt aber Kaugummi drauf. Erzählen Sie mir etwas über sich selbst. Ich bin Thiago Marquez, der rechtmäßige Eigentümer von La Maledictio. Was soll ich sonst noch groß erzählen? Na dann erzähl mir mal was über La Maledictio. Das gestohlene Gemälde gehört also Ihnen? Erzählen Sie mir mehr darüber. La Maledictio gehörte meiner Familie in Katalonien, damals in den 30er Jahren, vor dem Bürgerkrieg. Und was macht es dann hier in Paris? Die Faschisten haben es 1938 gestohlen. Sie töteten meinen Vater.
aber ich bin entkommen. Seither habe ich danach gesucht. Sie müssen mir helfen, es zu finden. Marquez, Familie, Hilfe. Und dann gehen wir mal so. Sie sind den ganzen Weg von Katalonien hierher gereist? Nein, seit dem Krieg lebe ich in Frankreich, im Südwesten. Und jetzt will ich das Gemälde zurückhaben. Haben Sie Ihre ganze Familie im Bürgerkrieg verloren? Als sie uns 38 holen kamen, konnte ich mit meiner Mutter fliehen. Aber mein Vater hat es nicht geschafft. Das tut mir leid. Ich wäre geblieben und hätte für die Freiheit gekämpft. Aber ich war noch ein kleiner Junge. Ja, na gut, ich biete dir meine Hilfe an. Sie haben meine Aufmerksamkeit. Aber wenn ich Ihnen helfen soll, brauche ich mehr. Handfeste Beweise. Ich habe etwas Handfestes. Dieses alte Foto von mir und meiner Familie. Sehen Sie das Gemälde über dem Kamin? Ja, das ist La Malédiction. Das Foto bewies eine Verbindung zwischen dem alten Mann und dem Gemälde. Ja, genau. Und woher weiß ich, dass der Junge der alte Mann ist? Na gut, Sie haben bei diesem Diebstahl Fotos gemacht, nicht wahr? Hab ich, ja. Ich muss sie sehen. Wieso? Bitte, ich muss sie sehen. Na gut, hier sind sie. Giorgio Nomri, der Dieb, La Malédiction. Dieb. Also wieder von oben nach unten. Das hier haben sie nicht genommen. Da ist mir George ins Bild gelaufen. Typisch. Wer ist dieser George? Nur ein Freund. Bei ihm war das Gemälde versichert. Dann muss er ja wissen, wer dieser Lügner ist, der behauptet, mein Gemälde gehöre ihm. Das glaube ich nicht. Das hätte er mir gesagt. Vor George steht Henri, der Besitzer der Galerie. Vor George steht Henri, der Besitzer der Galerie. Das ist der Dieb. Das ist das beste Foto, das ich gemacht habe. Das hat auch die Zeitung gedruckt. Ja, so habe ich La Malédiction erkannt. Mein Gemälde. Es sieht wirklich so aus wie das auf Ihrem Foto. So nah dran. Und doch ist es jetzt wieder verloren. Hier läuft der Dieb gerade mit dem Gemälde weg. Was ist das für eine Tätowierung auf seinem Arm? Sieht aus wie ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen. Headhunters? Sie werden ihn finden. Und dann finden Sie auch mein Bild. Ich kann es versuchen, Monsieur. Das müssen Sie, Mademoiselle. Okay, toll. Welcher Dieb ist so doof? Man tut sein... Ja, na gut. Hätte sich ja was Langärmliches anziehen können. Schlechter Bildausschnitt. Dieses Bild ist nicht so gut geworden. Es ist perfekt. Perfekt? Endlich. La Malédiction in seiner ganzen Pracht. Diese Linienführung, die Farben, die Details. Ich habe es so lange nicht mehr gesehen. Dann nehmen Sie das Foto. Für mich ist es wertlos. Wirklich? Vielen Dank, Mademoiselle. Gut. Ich will zurück, oder wie? Soll ich in meiner Handtasche immer noch die zwei Sachen? Marquis' Story war sehr interessant. Aber ich brauchte eine Bestätigung. Ob in der Galerie wohl die Eigentümer der Werke erfasst wurden? Und auch wenn ich ihm nicht völlig vertraute, war dies eine Spur, die ich keinesfalls verlieren wollte. Wo wohnen Sie? Was? Nirgends. Vielleicht hier. Ich wollte nicht, dass er in meiner Wohnung blieb. Aber es gab eine andere Lösung. Mein Nachbar ist für ein paar Tage nicht in der Stadt. Sie könnten dort wohnen. Ja, das wäre gut. Toll. Vielen Dank. Der Nachbar, der will es wohl. Dann gehen wir. Hey, ich wollte nochmal deinen Hut durchsuchen. Müsste nicht Ihr Mann sein. Adam hatte gesagt, er würde mir seinen Reserveschlüssel unter die Fußmatte legen. Mein Nachbar hatte mir einen Schlüssel unter die Fußmatte gelegt. Was mich daran erinnerte, dass ich seine Blumen eine Woche lang nicht gegossen hatte. Der Schlüssel war nicht da. Famos.
Spalt im Boden. Der Spalt war breit, aber nicht breit genug für meine Finger. Die Tür war verschlossen, aber mein Nachbar legte immer einen Schlüssel unter die Fußmatte. Vielleicht komme ich ja mit dem Presseausweis mit dem Kaugummi da rein. Zum Glück habe ich mit den Kaugummi noch nicht abgemacht. Konnte ich den Schlüssel herausangeln. Klebriger Kaugummi an meinen Presseausweis in meiner Handtasche, in meinem Jackett, genau. Oh, na gut, wie wird es genannt? Blazer? Nee, ist das was anderes, ne? So, Marquez, was hast du mir noch so zu sagen? Ich hoffe, es macht ihn nichts aus zu warten. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Oh, ich hab den doch schon. Warum hasse ich Städten? Kein Vertrauen mehr. Ich wollte nicht gehen, ehe ich Marquez in der Nachbarwohnung untergebracht hatte. Gut, Schlüssel, Wohnungsschlüssel aufschließen. Reingehen, zuschließen, zumachen. Komm, Marquez, komm mit. Das wird reichen. Schön, dass es Ihrem Standard entspricht. Ich muss gehen, Monsieur. Ronny hatte mir die Titelseite versprochen, wenn ich ihm ein Interview mit dem Besitzer des Gemäldes bringe. Und hier hatte ich einen verrückten Spanier, der genau das von sich behauptete. Ich musste rausfinden, wer den Verkauf des Gemäldes in Auftrag gegeben hatte. Vielleicht war in der Galerie doch noch mehr zu holen. Eine unbequeme Metrofahrt später. Hoch. Lane saß vor dem Café. Er sah benommen aus. Jetzt kann ich mit dir reden, mit dem Kellner. Kann ich auch woanders hingehen wieder? Kann ich auch zurück in meine Wohnung gehen? Na dann, Kellner, hergekommen. Hallo. Ah, Sie sind es, Madame. Es gibt keinen Kaffee. Er wurde mir langweilig. Es gibt Cola oder Bier oder Champagner. Nein, danke. Gar nichts für mich. Sie haben die Wahl. Und Sie haben sie getroffen. Toll. Hast du nicht voll der Freiheitskämpfer für Kaffee und so? Hallo, Monsieur Lane. Ah, die entzückende Nicole Collard, unsere investigative Reporterin. Womit kann ich dienen? Ich hatte gehofft, ich würde Sie hier finden. Für schöne Damen wie Sie stehe ich immer zur Verfügung. Natürlich. So, erzähl mir mal was über dich. Henri ist tot. Das muss für Sie schwer gewesen sein. Ja, ich werde ihn sehr vermissen. Wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Der Verlust ist schwer zu ertragen, selbst für einen Mann mit meiner inneren Stärke. Mhm. Ja, breiter als Stärke, hm? Besitzer von La Maledizio. Was wissen Sie über den Besitzer von La Maledizio? Das war Henris Sache. Er hat das Gemälde aufgetrieben und mit dem Besitzer verhandelt. Könnte sonst noch jemand etwas über den Besitzer wissen? Unwahrscheinlich. Gerade bei diesem Bild war er sehr diskret. Aber er hatte für jede Ausstellung eine Exponatliste. Und die hast du jetzt bei Jewelry? Nee, ich frag mal nach. Sie erwähnten diese Exponatliste. Wie könnte jemand da mal einen Blick reinwerfen? Dieser jemand könnte im Büro nachschauen, wo Henri seinen meisten Papierkram aufbewahrt hat. Also in dem Safe, wo ich nicht reingekommen bin. Ich schreibe eine Fortsetzung der Story über den Diebstahl in der Galerie. Ah, Sie brauchen also Insiderwissen vom Fachmann. Sowas in der Art. Die Polizei ist in der Galerie fertig. Wir könnten uns im Büro unterhalten. Da ist es viel bequemer. Viel intimer. Vielleicht könnte ich sogar eine kleine Flasche Champagner auftreiben. Oh ja. Das klingt prima. Wir können meine Tortur bei einem Glas Champagner besprechen. Ein kuscheliger Plausch mit Lane war das Letzte, was ich wollte. Aber er war meine beste Chance, mich mal ein wenig im Büro umzusehen. Worauf warten wir dann noch?
Komm, steh auf, alter Fettsack. Gut, na gut. Vielleicht ist er ja irgendwie erkrankt. Schilddrüsenunterfunktion oder so. Kann ja sein. Nach Ihnen, meine Liebe. Das Zimmer ertrank fast im Müll. Es würde nicht leicht werden, zu finden, was ich suchte. Als Lane sich hinsetzte, lugte etwas zwischen den Polstern hervor. Es sah aus wie eine Mappe. Was auch immer das war, die Polizei hat es übersehen. Kommen Sie zu mir auf die Couch. Ich wäre jetzt soweit. Sie werden doch sanft mit mir umgehen, nicht wahr? Oh, ich bin niemals sanft, Monsieur Lane. Oh, oh. Bitte nennen Sie mich Hector. Nein. Nein. Oh, mit der kann ich auch mal die Überwachungsanlage angucken. Das mache ich jetzt mal. Die Galerie sah leer aus. Ah, toll. Ich konnte den Schreibtisch nicht durchsuchen, solange Lane in der Nähe war. Na gut, dann halt nicht. Henris schwarzes Brett war übersät mit Erinnerungen. So, bei der Statue wissen wir ja schon, dass wir da an sein Gemächt rumspielen müssen, damit sich der Safe öffnet. Gucken wir auf mal das Sofa. Oh nein, Moment, wir reden nochmal mit Lane. Ja, da setzt du dich hin, hä? Lane hatte die Mappe nicht bemerkt. Bei der dicken Polsterung kein Wunder. Die einzige Art, da ranzukommen, war Lane abzulenken. Ablenken, ablenken. Du mal. Kann ich nicht einfach so nehmen, ne? Nee. Sprechen. Monsieur Lane? Bitte, Hector. So, jetzt lass mir noch was mal über den Besitzer. Sie wissen also nicht, wem dieser Serb gehört? Tut mir leid, meine Liebe, wirklich nicht. Können Sie mir irgendwas über das Gemälde erzählen? Es war ein absolutes Vergnügen, es zu finden. Ein unentdecktes Juwel. Es ist zweifellos ein fantastisches Gemälde. Was können Sie mir über seine religiöse Bedeutung erzählen? Natürlich steckt in dem Bild auch viel religiöser Symbolismus. Das zentrale Element dabei ist das Heiligenpantheon. Was ist das? Kannst du mir davon mehr erzählen? Natürlich nicht. Wie ich sehe, besaß Henri eine Statue von sich selbst. Ja, für einen Mann mit so hohen Zielen hatte er einen alarmierend schlechten Geschmack. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Wir waren wie eine Familie. Was wird jetzt aus diesem Laden? Das entscheidet Henris Witwe, die Ärmste. Vielleicht bringt sie es nicht übers Herz, mich vor die Tür zu setzen. Ach, da bin ich zuversichtlich. So, Glas Champagner. Oh, Hector, vielleicht bieten Sie mir ja auch ein Glas Champagner an. Aber natürlich, Champagner, der Balsam der Natur in schlimmen Zeiten. Wenn ich darüber langte, würde ich Lanes Bein berühren. Okay. Das will sie also nicht. Kann ich mir das Glas nehmen? Jetzt habe ich ein Glas. Ah, jetzt kippe ich es dir drüber. No, das hätte nie funktioniert. Anstoßen, drüber kippen. Drüber kippen. Auf neue Freunde. Auf die Liebe. Oh, mon Dieu, ist das kalt! Och, ich Dummerchen. Tut mir ja so leid. Ich muss das nur kurz abtrocknen. Keine Bange, meine Liebe. Also doch drüber kippen. So, es gibt Herz. In der Mappe war eine Aufstellung aller Gemälde in der Ausstellung. La Malédiction musste dabei sein. Da war es. Und daneben stand der Name des Besitzers: Medowski. Die Polizei hatte die Mappe wohl nicht entdeckt. Ich steckte sie zurück. Ich hatte, was ich für meine Story brauchte.
Und jetzt gehst du und lässt den alten... Monsieur Lane, vielen Dank für alles. Aber ich glaube, ich höre meinen Chefredakteur rufen. Ma chérie, kein Grund schon zu gehen. Das war doch nur etwas Geklacker. Mach's gut, Tim. Etwas später. Und ich habe rausgefunden, wer offenbar der Eigentümer von La Maledizio ist. Ein Kerl namens Medowski. Klingt russisch, oder? Medowski? Du meine Güte. Wer ist das? Er ist der Neue im Oligarchenclub. Frisch aus Russland nach London gekommen. Mit Ehrgeiz und einem Ruf als Schlechter. Nico, das ist nicht mehr deine Gehaltsklasse. Ich werde einen erfahreneren Kriminaljournalisten auf die Story ansetzen. Ich kann es mir nicht leisten, dass du verletzt wirst. Ganz ruhig, Ronny. Das ist meine Story. Da bleibe ich dran. Wir können uns ja morgen beim Mittagessen darüber unterhalten. Ich bin sicherlich noch irgendwann gekidnappt. Okay, aber unternimm erstmal nichts weiter. Bis morgen dann. Ronny traute mir diese Story nicht zu, aber ich würde nicht zulassen, dass er sie jemand anderem gab. Ich würde schnell handeln müssen. Komm rein. Ist das? Der? Der ist doch verhaftet. Hallo George, schön dich zu sehen. Wie ist es gelaufen drüben bei Vera? Ich hoffe, ich störe nicht, wenn ich einfach so reinplatze. Nein, überhaupt nicht. Ganz gut. Ich habe die Waffe gefunden, die bei dem Raubmord verwendet wurde. Ich bin beeindruckt. Echt? Naja, Navette eher weniger. Er hat mich beschuldigt, ich wolle die Waffe da verstecken. Und ich sei in den Mord an Henri verstrickt. Und dann schickte er mich hinter Gitter. Er hatte natürlich nichts in der Hand, also musste er mich heute Morgen wieder auf freien Fuß setzen. Na toll, deine Fingerabdrücke waren in der Waffe. Aber er ist sicher, ich war's. Wenn ich jetzt nur mal in der falschen Tonart huste, sperrt er mich gleich wieder ein. Ansonsten habe ich eine unglaubliche Story für dich. Eine lange Geschichte später. Annette, die Managerin von Vera Security, hat gelogen, was den Eigentümer der Firma angeht. Als ich den Brief zusammensetzte, fand ich einen Namen, Medowski. Medowski? Das ist der gleiche Kerl, der sagt, er sei der Eigentümer von La Maledizio. Was? Ihm gehört das Bild und Vera Security? Er muss hinter diesem ganzen Schwindel stecken. Das sagst du. Aber wir müssen sicher gehen. Ja, herein. Na, hallo. Was zum... Ich kann in dem Bett nicht schlafen. Ist mir zu weich. George, das ist Senor Marquez. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind also dieser George, was? Ich habe Senor Marquez in der Nachbarwohnung untergebracht. Offenbar ist er der wirkliche Eigentümer von La Maledizio. Bitte? Ich dachte, das Bild gehört Medowski. Senor Marquez behauptet, das Gemälde sei seiner Familie im spanischen Bürgerkrieg gestohlen worden. Wirklich? Gibt es irgendwelche Beweise? Senor Marquez, könnten Sie ihm bitte das Foto zeigen? Gut. Schön. Ja. Bei diesem Foto werden wir jetzt auch erstmal aufhören. Und ja, dann schauen wir mal, was das nächste Mal so Neues gibt. Also, bis zum nächsten Mal.